Hallo und herzlich willkommen zum Fortsetzungsvideo zur Ionenbindung. Ich zeige euch heute das Beispiel von Magnesiumchlorid und werde in weiterer Folge mit Hilfe der Kreuzregel erklären, wie man die Formeln von Ionenverbindungen ganz leicht feststellen kann, ohne Schalenmodelle zeichnen zu müssen. Für das Magnesiumchlorid habe ich jetzt trotzdem nochmal die Schalenmodelle hergenommen, um euch zu zeigen, dass man die Formeln auch mit Hilfe der Schalenmodelle herleiten kann. Magnesium besitzt zwei Außenelektronen in seiner letzten Schale und ist, wie jedes andere Metall auch, bestrebt, diese Elektronen loszuwerden. Und zwar an das Chlor, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Außenelektronen besitzt und mit Hilfe von einem Elektron schon die Edelgaskonfiguration erreicht. Das macht das Magnesium auch. Und zwar wird ein Außenelektron hier ans Chlor abgegeben. Und dafür muss die erste Ionisierungsenergie aufgewendet werden. Das Problem ist aber, dass wir ein zweites Elektron haben und wir jetzt nicht wissen, wohin damit. Die Lösung ist ganz einfach. Wir benötigen schlicht und einfach ein zweites Chloratom, wo wir dieses Elektron unterbringen können. Dafür ist die zweite Ionisierungsenergie notwendig, die aber beim Magnesium relativ klein ist und dadurch gibt das Magnesium zwei Außenelektronen ab und wird dann in weiterer Folge zweifach plus geladen sein. Das können wir hier gleich feststellen und zwar das Magnesium, zweifach plus geladen, hat seine letzte Schale verloren, hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Außenelektronen. Die Edelgaskonfiguration, rechnerisch können wir das so festhalten, 12 Protonen minus 10 Elektronen ergibt die Ladung plus 2. Und beim Chlor haben wir jetzt folgende Situation. Ich habe die Außenelektronen, die abgegebenen, hier eingezeichnet und hier. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Außenelektronen, 2 Chloratome und 17 Protonen minus 18 Elektronen ergibt die Ladung minus 1. Und wir kommen jetzt auf folgende Formel und zwar Magnesium Mg Cl2. Und zwar warum? Magnesium ist einmal hier, also ein Magnesiumatom. Und wir haben zwei Chloratome mal MgCl2. So können wir die Formel für Magnesiumchlorid herleiten. Aber es geht noch eine Spur einfacher und zwar mit der Kreuzregel. Bevor wir zur Kreuzregel kommen, möchte ich euch ein paar Informationen nicht vorenthalten. Und zwar ganz wichtig ist dieser Satz hier ganz oben. Ionen mit höherer Ladung als plus 3 sind sehr, sehr selten. Woran liegt das? Das ist anhand der Ionisierungsenergie begründet. Und zwar je höher die positive Ladung ist, umso schwieriger wird es, ein Elektron zu entfernen. Und zwar ist die erste Ionisierungsenergie kleiner als die zweite und die zweite ist kleiner als die dritte oder umgekehrt könnte man sagen, die dritte ist größer als die zweite und die zweite ist größer als die erste. Gibt es jetzt Kationen mit vierfach plus Ladung? Ja, die gibt es, beispielsweise Titan vierfach plus in der Verbindung Titan-4-Chlorid. Das sieht dann aus wie ein Tetraeder, aber die Nebengruppenelemente, mit denen würde ich jetzt nicht beginnen, denn da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Es gibt nämlich auch ein Titan dreifach plus und wir bleiben jetzt mal einfach mit den Hauptgruppenelementen. Das ist für ein Einführungsvideo jetzt mal ganz gut und recht übersichtlich. Und auch ein wichtiger Satz, die Zahl der Valenzelektronen entspricht jener der Hauptgruppennummer. Und hier habe ich euch eine nette Zusammenfassung gemacht. Und zwar unterteilt in Kationen und Anionen. Und zwar, das bedeutet nichts anderes, dass die erste Hauptgruppe, wie hier Lithium, Natrium, Kalium und so weiter, die haben ein Außenelektron und können dieses auch abgeben und dadurch entsteht eine einfach positive Ladung. Zweite Hauptgruppe, zwei Außenelektronen, daraus entsteht eine zweifach positive Ladung, haben wir vorher beim Magnesium gesehen. Und die dritte Hauptgruppe, da bieten sich drei Außenelektronen zur Abgabe an. Gut, und bei den Anionen haben wir ja gelernt, die nehmen ganz gerne Elektronen auf. Die sechste Hauptgruppe hat sechs Außenelektronen, da fehlen ja nur noch mehr zwei, um acht Außenelektronen zu haben und dadurch entsteht eine zweifach negative Ladung.
Und die siebte Hauptgruppe hat 7 Außenelektronen und da ist nur noch mehr ein Elektron notwendig, um die Edelgaskonfiguration zu erreichen und daher eine einfach negative Ladung. Ich habe euch jetzt hier jene Elemente eingekreist, mit denen ihr es praktisch in der Schule zu tun habt. Und Gallium, Indium, Thallium, da gibt es auch mehrere positive Stufen, bilden auch ganz gerne Komplexe, aber das wird in der Schule eigentlich nicht wirklich behandelt und auch in meinem Lieblingschemiebuch im Mortimer, da steht original ein Absatz drüber. Das heißt, wir werden uns jetzt weitestgehend hier auf diese Elemente einmal beschränken. Und da wären wir auch dann schon bei der Kreuzregel angelangt. Und zwar haben wir hier nochmal das Magnesiumchlorid. Das Magnesium ist zweifach plus geladen und das Chlor ist einfach minus. Und dann werden ganz einfach nur die Ladungen vertauscht. Und zwar der Zweier wandert hier zum Chlor und hier müsste eigentlich minus 1 stehen, aber man schreibt hier nicht Mg1 hin, das macht man nicht. Das heißt, eine einfach positive oder eine einfach negative Ladung wird nicht als 1er hingeschrieben. Und jetzt können wir uns anhand von Beispielen das Ganze einmal näher angucken. Und zwar haben wir hier, das Natrium ist einfach plus geladen und ein Sulfidion ist zweifach minus geladen. Die Kreuzregel besagt, dass der Zweier hier zum Natrium wandert, Na2, und hier haben wir sozusagen, wir könnten hier eine 1 hinschreiben, aber das tut man nicht. Das heißt, Na2S wäre hier sozusagen die Formel dafür. Ich zoome mal ein bisschen näher ran, dann sieht man das besser. Gut, wir haben Magnesium zweifach plus. Und der Sauerstoff ist zweifach minus. Wenn wir jetzt hier gleiche Ladungen haben, dann muss man hier auch nichts hinschreiben. Das heißt, man schreibt es nicht Mg2O2. Das tut man nämlich nicht. Und zwar, wenn wir uns das nochmal anschauen beim Natriumchlorid, da hatten wir ja NaCl. Da hatten wir eine einfach positive und eine einfach negative Ladung. Und wenn hier die Ladungen gleich sind, dann muss man hier keine Zahlen hinschreiben. Diese Zahlen nennt man auch Index. Gehen wir weiter. Calciumchlorid. Calcium, zweite Hauptgruppe, zweifach plus. Chlorid einfach minus. Das heißt, der Zweier wandert hier kreuzweise hier rüber. Und hier einfach minus. Da schreibt man keinen Eins ein. Gut. Nächstes Beispiel. Das soll Aluminiumchlorid sein. Stimmt aber nicht so von der Formel her. Aluminium hat dreifach plus und Chlor hat einfach minus, also das Chlorid. Der Dreier wandert hierher und hier das Minus. Da brauchen wir jetzt nichts hinschreiben, denn ein Einser wird als Index nicht geschrieben. AlCl3. Wie sieht es aus mit Aluminiumoxid? Da wird schon ein bisschen interessanter. Aluminium dreifach plus, Oxid zweifach minus. Jetzt kommt der Zweier hierher und der Dreier wandert zum Sauerstoff. Al2O3. Lithiumoxid. Lithium einfach plus und Sauerstoff zweifach minus. Das haben wir jetzt hier das gleiche wie beim Natriumsulfid. Der Zweier wandert hier zum Lithium und das O müssen wir jetzt nicht weiter behandeln. Li2O. Kaliumbromid, stimmt das so, wie es da steht? Kalium einfach plus, Bromid einfach minus. Wir können das so stehen lassen. Kaliumjodid, Kalium einfach plus und Jodid einfach minus. Das kann man auch so stehen lassen. Und in weiterer Folge Calciumoxid. Da haben wir, das Calcium ist zweifach plus und das Oxid ist zweifach minus. Wir haben gelernt, wenn hier die gleichen Ladungen stehen, dann müssen wir hier keine Zahlen hinschreiben. Und als letztes Beispiel das Borchlorid.
Wir haben Bor ist dreifach plus, das Chlorid ist einfach minus, der Dreier wandert hierher und hier müssen wir nichts hinschreiben. Das heißt, wenn wir das nochmal zusammenfassen, vor allem beim Aluminiumoxid sieht man das sehr, sehr gut, dass hier der Dreier hierhin wandert und der Zweier wandert hierher. Das heißt, ihr könnt euch sozusagen immer diese Kreuze machen. Da können wir das Gleiche spielen. Sozusagen das Plus. Hier müssen wir jetzt keine Zahlen hinschreiben. Und der Zweier wandert hierhin. Ja, ich möchte noch ein Fortsetzungsvideo machen, weil es gibt ja praktisch jetzt vor allem bei den Anionen noch eine ganze Menge, wie beispielsweise Sulfat, Sulfid, Nitrat, Chromat und so weiter. Und wie man dann hier sozusagen mit Hilfe der Kreuzregel die Formeln bei diesen Verbindungen feststellt, das zeige ich euch dann im Fortsetzungsvideo. Das war's mal jetzt mal für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.